Meine lieben Zuschauer, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Teil unseres heutigen Brancheninterviews hier bei IBN Network. Unternehmen aus Ihrer Region stellen sich vor. Zu Gast sind wir immer noch im Zentrum für Alexandertechnik hier in Berlin-Mitte. Und bei mir am Mikrofon darf ich noch einmal die Gründerin dieses Zentrums begrüßen, Frau Barbara Blickensdorf. Schönen guten Tag. Dauerhaft ein Mehr an Lebensqualität, meine lieben Zuschauer, durch eine mühelose aufrechte Haltung durch leichte fließende Bewegung, das ist ja das Ziel der Alexandertechnik. Das haben wir im ersten Teil unseres Interviews ja schon erfahren. Und in diesem Teil, liebe Zuschauer, möchten wir Ihnen zeigen, wie so eine Unterrichtsstunde überhaupt aussieht. Frau Blickensdorf, da bin ich auch schon beim Thema. So eine Alexanderstunde dauert 50 Minuten bei Ihnen. Was wird da unterrichtet? Was machen Sie mit Ihren Schülern? Ja, wir arbeiten zum Beispiel am Sitzen, am Aufstehen, am Hinsetzen, am Stehen, am Liegen, also an ganz normalen Alltagsaktivitäten, die, wenn man sie genauer anguckt, dann manchmal komplexer sind, als man es vorher gedacht hat. Ja, wir arbeiten vor allem mit dem Kopfgelenk, weil Alexander hat damals herausgefunden, dass das dynamische Verhältnis von Hals, Kopf und Rücken darüber entscheidet, wie wir insgesamt organisiert sind. Nicht nur, wie wir uns bewegen, auch wie die inneren Organe funktionieren, wie der Kreislauf funktioniert. Und deshalb ist die Freiheit des Kopfgelenkes, also das freie Balancieren des Kopfes auf der Wirbelsäule entscheidend. Wir nennen das Primärkontrolle. Alexander hat es Primary Control genannt. Und man sieht dann in der Alexanderstunde, wie diese Arbeit mit dem Kopfgelenk, also damit zu arbeiten, dass der Kopf immer besser frei balancieren kann, nicht festgehalten wird, aus dem Halsbereich heraus vonstatten geht. Und dann die Grundlage ist dafür, dass man mit einer immer größeren Leichtigkeit in Bewegung gehen kann, wie zum Beispiel aufstehen kann, sich wieder hinsetzen kann, gehen kann. Oder wir arbeiten am Tisch, im Liegen, an dem gleichen Phänomen. Also der Alexander-Schüler gibt gedankliche Direktiven in diesem Bereich, zum Beispiel an seinen Hals, an seinen Kopf, an seinen Rücken. Und dann auf dem Tisch bewege ich den Kopf, bewege ich die Arme oder bewege ich die Beine. Und der Alexander-Schüler arbeitet in diesem Sinne mit. Also seine gedanklichen Direktiven gehen zusammen mit den Direktiven, die ich durch meine Hände als Information in das System von dem Schüler geben kann. Und insoweit ist die Alexander-Arbeit immer eine Teamarbeit zwischen Alexander-Schüler und Alexander-Lehrer, also eine Art Forschungslabor, in dem man Forschung betreibt über sich selbst und sich selber besser kennenlernt. Ich bin jetzt durch mein Alter, was ich jetzt inzwischen habe, interessiere ich mich mehr für meinen Körper. Vorher war ich mehr so für Familie und andere Leute da und jetzt möchte ich mehr für mich was tun und für mein Selbstwertgefühl und für meinen Körper und für mein eigenes Fühlen, das mehr darauf zu achten, was mir gut tut. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Art von Technik auch meinem Körper sehr gut tut. Dass ich leicht wieder zur Beweglichkeit komme und ich möchte auch in meinem Alter oder fürs Alter hin was für meine Beweglichkeit tun und für mein Wohlbefinden. Also ich denke nicht so dran, im Alter soll es mir gebrechlich gehen und ich will nicht krank werden, sondern ich möchte meine Gesundheit und Beweglichkeit erhalten und ein gutes Gefühl für mich und meinen Körper haben. Also ich habe schlicht einfach gespürt, dass ich physisch Stress empfinde. So, das Gespür dafür kenne ich von meiner vorherigen Schauspielkarriere sehr gut, dass es halt irgendwo auf der physischen Ebene ein Problem gibt, also ein Unwohlsein-Gefühl. Und dann habe ich diese Einladung, diesen Vorschlag, Alexandertechnik auszuprobieren, weil ich so viel davon gehört hatte, sehr gern angenommen, weil ich wusste, irgendwas muss ich jetzt machen, damit es mir besser geht, damit ich mich in dem Wust an Aufgaben, die mich jeden Tag überfallen, beziehungsweise die mich jeden Tag begleiten, mehr Freude habe und vielleicht entspannter reagieren kann. Und da war das einfach eine großartige Einladung. Also es war kein konkreter Schmerz oder ein konkreter Zwischenfall in dem Sinne, sondern es war schlicht die Entscheidung, mir was Gutes zu tun.
Die Alexander-Technik hilft ja gleichermaßen, physische und psychische Disbalancen auszugleichen, Frau Blickensdorf. Für wen ist eigentlich diese Alexander-Technik genau das Richtige? Ja, erstmal für Leute, die Lust haben, ihren Zustand, ihren Gesundheitszustand, ihren Allgemeinzustand in die eigenen Hände zu nehmen, also selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Verantwortung nicht abzugeben. Und dann insbesondere für Leute mit chronischen Beschwerden, zum Beispiel Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, für Leute, die in Umbruchssituationen sind in ihrem Leben. Die Alexander-Technik arbeitet ja sehr stark mit der Balance, mit dem Ausbalancieren. Das heißt, auch psychisch kann ich mich ausbalancieren mit der Alexander-Technik. Dann geht es darum, zum Beispiel Unfallfolgen auszugleichen, wieder in ungestörte Bewegungsabläufe zu kommen nach Unfällen oder Operationen. Ein wichtiges Gebiet sind auch die alles, was mit Schwangerschaften zu tun hat, also Schwangere, und auch junge Mütter und junge Väter, die sehr viel mit Tragen, Heben und so weiter zu tun haben, für die macht es Sinn. Und es macht Sinn für Alltagsaktivitäten, Freizeitaktivitäten, also für Leute, die einmal unter starker einseitiger Belastung leiden durch ihren Beruf, durch ihre Berufsausübung, sprich zum Beispiel wir alle, die vor dem Rechner sitzen stundenlang, aber auch Freizeitaktivitäten wie Schwimmen, Radfahren und insbesondere Reiten, die können sehr gut profitieren von der Alexander-Technik. Dann darf ich mich bedanken, Frau Blickensdorf, bis hierher. Wir unterhalten uns ja später noch weiter. Und meine lieben Zuschauer, wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Alexander-Technik, wenn Sie vielleicht an einem kostenlosen Einführungsgespräch teilnehmen möchten, dann melden Sie sich einfach hier im Zentrum für Alexander-Technik in Berlin-Mitte. Die Kontaktdaten dazu sehen Sie jetzt hier unten nochmal eingeblendet. Und wir haben natürlich noch mehrere Schwerpunkte heute in unserem Branche-Interview für Sie gedreht, meine lieben Zuschauer. So werden wir Ihnen in einem weiteren Teil dieses Zentrum für Alexander-Technik ganz genau vorstellen. Und die Frau Blickensdorf hat eben schon das Stichwort gegeben, Reiten nämlich. Hier im Zentrum für Alexander-Technik gibt es auch spezielle Unterrichtsstunden für Reiterinnen und Reiter, denn dort ist ja die Haltung extrem wichtig. All das können Sie sich zusammengefasst anschauen auf dem YouTube-Channel vom Zentrum für Alexander-Technik hier in Berlin. Ja, das ist gerade die Stärke der Alexander-Technik. Klar geht es einem besser nach der Alexander-Stunde, aber man lernt auch gleichzeitig, wie man es selber anwenden kann. Also die Alexander-Technik kann man immer und überall anwenden.